Charge! Zumindest sind alle Sachen resettet, wenn man neu joint. Glaube ich. Muss mir jetzt, nachdem ich das Spiel ein bisschen gespielt habe, schon vielleicht so ein, zwei Guides anschauen, die mir sagen, so 10 Dinge, die ich hätte wissen müssen, bevor ich angefangen habe oder so. Diese Dinge, 20 Dinge, die du nicht falsch machen darfst. Und ich wette, dass ich 21 davon falsch gemacht habe. Also, einfach das Leben schwerer. Save. Oh, noch eine was? Tu halt hier die Straße immer neu setzen. Lass dich mein Ausweichen ja lohnt, du Sackgesicht. Es gibt jetzt immer so schöne Elite-Mobs und um die herum spawnen dann irgendwelche, die Range-Attack machen. Hier, so wie der hier ist, der Elite. Dann taucht so ein Affe hier auf, der irgendwelche Range-Attacks macht. Und ich bin der Zack Gas. Töte den Invasionskommandanten am brennenden Kai. Yo. Lass mich erstmal finden. Das erinnert mich ans erste Level, wo die dann von oben reingedroppt sind. Oh mein Gott. Dieser Schaden von denen. Was ist das für eine komische... Das ist irgend so eine Maschine. Maschine war das gerade. Oh, oh. Ja, von hinten, ne? Kann gar nicht aus diesem Ding rausgehen. Ich muss es ja irgendwie tanken eine Zeit lang. Ist krass. Im gewissen Level haben die echt, ich sag mal, nervige Mobs eingebaut. Den Steinfuzzi. Den mit dem Stein. Dann die großen Typen, die sie nach vorne schlagen. Wie? Achso, hier ist ja ein. Ich denke mal, da ist irgend so ein etwas zum Looten, aber ist es ja nicht. Zumindest einen Heiltrank mitnehmen. Warte, ich gehe im Kreis. Moment. Okay, oben geht's weiter. Gut, ist ja kein Problem. Machen wir noch hier Level. Kann ich auch hier weggehen einfach? Ja, gell? Ist ja egal, soll er mit seinem Feuermister einfach mir in Ruhe lassen. Ja, der kommt halt auch noch morgen nach. Die Mailschlock aus ist immer noch da morgen. Ist echt so, guck mal an. Kommt noch einer. Dann ist noch ein Feuerschadenviech.
Und noch ein Feuerschadenviech, weil da habe ich keine Heiltränke mehr. Was ist denn? Digga! Ich kann beim besten Willen nicht so viel doggen. Also so viel Doggen habe ich nicht. Krasse Schieße, krasse Schieße. Und der ist immer noch da. Der mich von unten verfolgt hat. Was ich hier schon für Damage rausgegangen habe. Und der ist halt immer noch da. Und dann ist das wie ein Boom, 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 Boomerang hier noch. Schon ist das der Boss oder was der andere? Hier? Hier hat's geblinkt. Ich lässt dir keinen Ruhe. Jeder verfolgt mich 20 Kilometer. Noch mehr von denen. Okay, Zack Gas, aber irgendwelche komischen Sachen eingesammelt. Aber ist schon noch cool. Also, muss sagen, ist schon noch interessant. Ich freue mich auf 50, wenn ich das skillen kann und schauen, was ich noch so skillen kann. Mit diesen extra Spells. Sprich mit. Hä, ich hab. Ach, ich hab den schon gekillt oder was? Yo, ich hab die Quest schon gemacht, hab ich gar nicht realisiert. Can I help you? Don't lose your way. Verringert 46% RP-Generation, spinnst du? Boah, aber Gesundheit. Aber 46% LP-Generation verliere ich? Woran sieht man das denn? Erhöhte Cast-Geschwindigkeit, erhöhter Mana. 4% Cast-Geschwindigkeit, 13% Mana-Rack. 7% erhöhte Gesundheit. Also aber schon noch, also ich muss ja schon auf Leben gehen, also sollte ich zumindest. Erhöht Nahkampf-Angriffsgeschwindigkeit. Echt? Finde ich gut, dass ich dich beeindrucke. Beeindrucken ist Beste. You continue to impress me. Hier muss ich lang. Geh nach Westen. Kann ich gar nicht. Ja, wir trennen uns hier. Wir haben gesprochen, wir trennen uns hier. Gott, gehe nach Westen, es geht gar nicht. Na, vielleicht hier unten, jetzt. Aber ist hier gesperrt oder was? Ich gehe mal nach Westen hier. Ja. Now. Ja, ich bin ja da. Dann mach halt jetzt, was du vorhast. Dass man erst mit dem letzten Skill sagen kann, ob diese Skillung gewillt ist oder nicht. Gut, dass ich jetzt in die normale Gestalt gewechselt habe. Achso, ist gar kein so eine. Oh, ja, aber voll getroffen hat's mich. Ich wollte looten und dann zack. Okay, ja, ich regeneriere jetzt langsamer Leben, das stimmt. Oh mein Gott.
So, Sackgasse, aber hier oben geht's anscheinend weiter. So, jo. Ich bin gespannt, wie schwer es ist, das Gear zu bekommen. Das, was da aufgelistet ist. Und wo ich das bekomme. Und was mache ich dann, wenn ich es habe? Ist das Sammeln dahin eher das, was Spaß macht? Also der Weg dahin? Oder wenn man das Ding hat, ob man dann noch Spaß hat? Mal schauen. Okay, der hält viel aus. Ich habe zweimal die Explosion gemacht und der steht noch richtig gut da. Wird sie noch geteilt am Schluss? Nochmal? Oh. Das war Zackgasse schon wieder. Wir müssen nach oben. Die sagt mir, geh nach Westen. Was mache ich? Ich gehe komplett nach Westen, aber da ist nichts und niemand. Und ich bin in der Zackgasse. Ja, was willst du denn machen hier? Also more Westen is not. Da müssen wir vielleicht wieder erst in den Süden, damit wir nach... Ja, da ist nicht. Nee. Zack. Und auch in den Norden wieder. Das ist so ein... Überall so hier liegt hier. Krasse Scheiße. Wir sind wirklich stark geworden. Ich habe keinen Heiltrank. Die sind am Anfang, als ich diesen Spell neu hatte. Boah, ich tick einfach runter. Ich kann nichts machen. Sind die halt sofort gestorben. Und jetzt halten die schon ein bisschen was aus. Also diesen Explosionsspell, diesen neuen, diese Taste E bei mir. Der war ja neu und dann waren ja fast alle One-Shot mit dem. Ich meine, wenn ich dann jetzt gut platziere, ist das da auch so. Runde des Zerschmetterns. So ein Kreis, das muss ich ja dann schon weg. Selbst mit der Gestalt. Es kommen eine Menge Gegner hier. Oh, nicht gesehen, nicht gesehen. Ich habe gerade geschaut, ob mein Ding ready war. Aber vielleicht lerne ich durch dieses Spiel nicht mal Click to Move richtig. Aber ich bin mir da nicht so sure, you know? Ja, okay. Wieder Richtung Westen unterwegs. Wow. Zwei Straßen. Und diese Dinger, das ist halt schon frech. Und diese Explosion hier, die macht kaum noch Schaden. Das, Echse. Welchen Zeitalter sind wir eigentlich? Ich habe irgendwie Alexa gehört. Ist die wieder aus? Wirkt mir so ein bisschen wie das Ding-Zeitalter.
Dino-Zeitalter so, oder? Göttliches Zeitalter, nee. Das göttliche Zeitalter. Was ist das zweite? Ja, es ist das zweite. Geh nach Westen. Jo, bin ich. Durch den See. Ja, hier ist ja auf jeden Fall ein See. Und ich bin jetzt wieder Richtung West unterwegs und der Pfeil passt eigentlich. Auch einfach mal keine Heiltränke mehr haben, sag ich. Einfach mal alles fressen, was nur geht hier. Alles fressen, was nur geht. Aua. Okay. Oh, schönes Bild vom See. Alles klar, kämpfe dich durch die Invasionstruppen. Jo. Was denn sonst? Ach so. Wow, scheiße, direkt. Also. Okay, noch mehr dieser Dinge hier. Mit dieser Straßen hier. Bald wieder einen Schluck trinken. Einfach trocken hier. Mal schön be water, my friend. So muss das sein. Okay, ich kämpfe mich. Invasionstruppen kommen von allen Seiten, oder wie? Oh, da kommt irgendwas Wildes da oben. Oh, raus da. Was ist denn das? Das ist eine Maschine. Das ist ein Terminator. Natürlich hat er Feuer. Ja, zum Glück ist der Kreis ungültig geworden, nachdem er gestorben ist. Was ist denn das eigentlich für ein Scheiß? Kommt irgendein ein Biest raus? Aber interessant, es gibt hier echt kein Reparaturding, gell? Du musst deine Rüstung nicht reparieren. Das ist auch geil. Also nicht, dass ich jetzt irgendwas gelesen habe oder so. Es geht! Oh, ich muss da raus, ich muss da raus. Diese Kreise sind echt Arschloch. Arschlochkreise. Sprich mit dem Typen da. Okay. Oh, jetzt kommt irgendwas Böses. Oh, I see you helped clear out the rabble down here. I thank you. Reise nach hier. Tetima Stadt. Stattete. Schon Stufe 51. Häng echt. Schon immer zwei Stufen hinterher. Aber ich habe alle Quests gemacht. Auch die Sidequests. Besonders die fand ich immer cool zu machen. Besonders die fand ich. Ah, da ist der Kiste. Mit ein bisschen Gold hier. Okay. Boah, also Wahnsinn. Ich konnte da nicht so einfach weg irgendwie, keine Ahnung. Ich sterbe hier straight von irgendwelchen One-Shot-Mechaniken hier. Und Mikrofonfressern. Einer geht ja einigermaßen, aber wenn es mehrere machen, dann bist du nur am Rennen. Das kannst du keine Damage machen. So eine Blamage mit der Damage. Geil, das nächste freigeschaltet.
Jetzt kann ich wieder skillen. Jetzt kann ich auch meine Main-Fähigkeit skillen. Okay. Wir müssen wieder auf die Home-Page gehen. Zack, auf die Main-Seite. Machen wir erstmal Passives. Viermal in das Deathbringer da unten. Das ist P wie Passives. Zack. Deathbringer. Zack. Zack. Und dann? Fünfmal da rein. Fünfmal in Agales Ästhetik. Okay. Eins. Angriffsgeschwindigkeit, Zaubergeschwindigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit, Schaden als EP-Entzug bei Treffer. Klingt very nice, my friends. So, dann fangen wir an mit dem schönen Reaper-Form. Taste S. Reaper-Form haben wir 1. Wir müssen das 3-mal. Jo, habe ich. Dann geht's weiter mit diesem Fluch. Das hier muss 3-mal. Das 3-mal. Dann geht's weiter mit Rosense selbst. Das hier muss 2-mal. Habe ich. Und dann? Dann irgendwas 3-mal. Diesen Igel da 3-mal, oder? Eisenmäuler. Verbessert die Basis kritische Trefferchance der Ernte, verursacht jedoch auch LP-Kosten bei der... Ach du Scheiße, schon wieder LP-Kosten. Das ist halt krank mit dem LP-Kosten. Und dann noch das Porten. Das Porten haben wir das auf 2. Haben wir und dann kommt... Ne, das muss auf 3, okay. Achso, 2-mal, weil wir schon 1-mal haben. So, und jetzt kommt der letzte Skill... und zwar unsere Schattengestalt hier, Schnittergestalt. Ne, sorry, Todesengel, oder? Also das Ding hier, Todesengel. Das andere haben wir ja schon. Zack, da rein. Und dann so. So, wie fangen wir an? Also das ist eine große Aufwertung, dass ich so nach einem coolen Guide gehen kann. Ich dachte mir am Anfang, hey, gehen wir ohne den Guide, machen wir alles so for free, aber das macht schon Spaß. Das macht schon Spaß, dieses Hin- und Herklicken. So, wie fangen wir an? Hier rechts. Wie viele Punkte? 2. 1, 2. Todessiegel hat eine längere Maximaldauer. 2 Sekunden. Gott. Das ist schön. Haben wir das schon mal. So, dann haben wir 2 auf das hier. 1, 2. Verbessert das Bewusstsein. Für die Dauer des Todessiegels erhältst du erhöhten Schaden, basierend auf den fehlenden LP, als du das Todessiegel aktiviert hast. Oh, wenn ich es dann ganz low aktiviere, mag ich noch mehr Schaden. Aber als ob man das timen kann. So, als nächstes 3-mal die Rüstung da. 3-mal die Rüstung. 1, 2, 3. Für die Dauer des Todessiegels erhältst du Rüstung und Betäubungsvermeidung für jeweils 10 fehlende LP als das Todessiegel. Okay. Für die Dauer. Das heißt, ich soll gar nicht explodieren lassen, oder was? Also ich nutze es ja und tue es explodieren lassen, damit ich Schaden mache. Okay, dann haben wir noch... das war schon. Als nächstes wäre halt das da dran. Das wäre, wenn LP über 35% seines Maximums liegen, werden sie beim Aktivieren des Todessiegels dann Maximum verringert. Okay. Echt? Ich komme dann auf 33, damit ich so viel Schaden mache. Wenn ich 100 bin, aktiviere ich bin auf 33. Yo, das ist ja mal hier Anti-Heal. Das ist ja mal Anti-Heal. So, dann haben wir alles. Da sind wir jetzt 50, haben wir geschafft hier. Geil. Oh, dieser Wichser, ey. Schau mal, ich
Wie stark ist der denn? Warte. Wie stark sind die denn jetzt hier? Levelst du, denkst du, okay, geil, und dann ist der Nächste, der tötet dich einfach. Ich glaube, wie viele krasse Fähigkeiten, aber trotzdem, hä? Betritt Turm oder Reise nach irgendwas, okay. Vielleicht sollen wir wieder eine Sidequest machen hier, sage ich. Auch mal wieder eine Sidequest machen, ja. Jo, Sidequest ist unten rechts und das andere ist unten links. Jo, so eine schöne Krabbe wieder. Okay, ich kann gar nicht nach unten. Nach unten hingehen. Okay. Warte mal, ist das... Achso, hier müsste ich... Ah, guck mal. Hier ist zum Turm. Okay, da müsste ich echt irgendwie nach rechts kommen. Vielleicht kann man hier oben nach rechts. Wird er dann zuerst die Sidequest machen oder so? Vielleicht zuerst wirklich die Sidequest. Muss ich das... Warte mal kurz, wenn ich das jetzt mache, bei dem nächsten Mal nochmal. Ich einmal hier drücke. Mit so viel Schaden, also... Auf explodieren ist doch viel besser. Überall Sackgasse hier. Überall Sackgas. Zack. Also ich finde explodieren lassen schon Nietzsche. Achso, das einfach jeden angreifen. Okay, jetzt muss ich doch die Mainquest machen. Schade. Das ist halt der einzige Auseingang, den ich halt gefunden habe. Sofort chargen wollte ich hier. Tack, 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 tack. Haben wir was Schönes gefunden hier? Soterrai? Nee. Akolyten ist immer geil, aber Gesundheit halt. Jetzt schau mal. Ja, viel weniger Gesundheit. Scheiße, also. Auch. Stärke, Gift. Ring 14. Er vergleicht immer mit dem einen Ring. Das ist doof. Erhöhte Heilwirkung, erhöhte Körperschaden, Betäubungsvermeidung, Giftresistenz. Ausweichwertung. Drei ist es ja Blödsinn. Intelligenz, erhöhter kritischer Widerstand. Kritischer Widerstand ist nicht schlecht. Vitalität. Nee, ist ja viel schlechter. Chance auf Gift bei Treffer. Mehr Geschicklichkeit, mehr Mana, eine Krusche Widerstand, Chance. Ich weiß nicht genau. Oh. Nahkampfschaden 78, Zauberschaden 66, minus 3 Mana-Kosten. Würde ich nehmen. Castgeschwindigkeit 13 langsamer ist schon wild. Aber hey, das ist der Schaden ist halt nochmal um 25 erhöht. Na klar. Ich glaube, das ist ein starkes Upgrade. Ich glaube, das ist ein starkes Upgrade. Auch wenn ich mit diesen
mit diesem komischen Ring nicht zurechtkomme. So, hier und dann den Rest verkaufen. Gut zu wissen. Geil, noch eine Sidequest. So muss das sein. Ey, ich habe Götze Metze freigeschaltet. Sehe ich es jetzt? Schau mal, was es da noch so gibt. So, ich muss eh nur zu meinem... zu meiner Kiste. Kann ich auch porten? Ja, geht sogar. Krass. So, ich habe jetzt noch irgendwelche komischen Dreier. Aber ich kann die ja nicht, Das sind Dreier. Was ist das? Was macht das überhaupt? Verringert LP-Kost von Zaubern plus 12% auf eine Stationsaufbewahrung. Was soll das heißen? mehr Trefferschaden, wenn du nur eine Singularität ausgerüstet hast. Du kannst keine kritischen Treffer erzielen. Das verstehe ich nicht ganz. Was ist denn eine Singularität? Das scheint irgendwas Wildes zu sein. Das hat halt so eine interessante Farbe. Das geht nur so. Was mit irgendwelche Skelett-Scheiße? Das brauche ich nicht. Das ist nicht schlecht. Aber habe ich das jetzt wieder aus Versehen irgendwo hingeschoben? Und das hier? Das ist ja Katastrophe hier. Ach so, was ist das? Erhöht physischen Schaden und was ist das? Giftschaden, Dina. Hier, zack. Also das kann ich gar nicht hinten, oder doch? Ich weiß aber nicht genau, ob das gut ist. Ich weiß nicht, was eine Singularität hier heißen soll. Ja, wird schon passen. Was haben wir denn hier? Main Quest hier und Side Quest ist hier. Was muss ich machen? Finde Überfahrt zur Insel der Stürme. Ich habe zuerst Sterne lesen wollen, aber es ist Stürme. Oh, jetzt geht's aber los hier. These waters are deep. I've made eye. Oh, der ist soweit. The traveler set sail. Ui. Eager to make it to the Isle of Storms. Make it or break it. Should reach the pier in no time. Regan's temple, a beacon of light. Careful. Lagon's not used to visitors. The Isle of Storms, complete with its capricious guard. Launischer Gottheit. Das war's, oder was? Geil. Oh. Oh, ist das unser Gegner? Die Krake im Water? Ich würde gern diese Sidequest noch machen hier. Irgendwie lässt er mich nicht. Okay, gegen Kraken kämpfen jetzt. Bin ja gespannt. Mache ich mit dem Ding mehr Schaden, wenn ich es aktiv habe? So generell, ich weiß nicht genau, ob das nicht ganz gepeilt hier. Ich mache mal explodieren und dann ist es in sie halt weg. Jetzt zack, ist er weg. Ich weiß nicht, ob ich den Buff aufrechterhalte. Ich muss mal schnell schauen, wenn ich mal stehen bleibe, ob es irgendeinen Buff gibt. Ich denke schon, oder? Kurz warten. E.
kann das halt nur nicht ewig halten mit dem Explodieren. Hier ist doch viel besser, wenn man die hier... Oh, okay, das wird jetzt wieder schrecklich. Auf einmal sind sehr, sehr viele Gegner mit Geschossen. Das ist mir jetzt echt ist mir krass aufgefallen. Einfach so viele Geschosse auf einmal. Also jeder kann irgendwie irgendwas schießen. Die Stiefel sind gedroppt, oder? Aber viel weniger Gesundheit. Bewegungstempo, LP-Degeneration, ausweichen. Weiß ich ja nicht, ich gehe voll auf Gesundheit. Ich gehe nicht voll auf Gesundheit hier. So, zack. Wieder was Grünes. Eine Götze. Ach, schau mal, 2% der Hütte gesagt. Das ist genau so ein Ding für das. Genau so ein Ding, was ich halt brauche. Warte mal. Dann kann ich das so hin tun, oder? 796, 827. Das ist genau so ein Ding. Was ist das eigentlich hier? Genau so ein Main-Teil, was ich brauche. Erste Mal habe ich sowas, was halt für mich ist. Krass. Weil nur solche brauche ich anscheinend. Für meine Götze, laut dem Guide. Okay, ich muss da, dann gehe ich mal direkt da lang. Oh, das sieht aber... Also, Schere. Irgendwelche komischen Oktopusarme. Das sieht krass aus. Dieses Viech. Und wenn der schon da... auf dem Bild ist, ist es bestimmt nicht umsonst, würde ich schätzen. Also. Okay, das war dann eine Sidequest anscheinend. Finde den Mondstein. Wow, 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 muss da weg, Eurer! Zum Pick. Ich weiß nicht, wer mir so einfach Heiltränke gesoffen, ey. Was ist denn das? Irgend so ein Ei? Ah, das ist wieder was Besonderes, anderes Viech hier, der Herr. Oder sie hier, oder es hier, keine Ahnung. Wo ist es hin? Achso. Yo! Okay. Ich verstehe halt nicht, wo wir jetzt noch hin müssen. Muss ich gleich mal schauen. Okay, wir sind wo? Wir sind hier. Panzerjäger. Okay. Ich,
ich habe schon gehört, dass der irgendwie was. Ich dachte, der geht spazieren. Hat sich so ein dick, 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 dick. Aber dass der mit diesem Ding mich schlägt, war auch wild. Sammle Knabber, Eiler, Knochen. Ach, das ist das. Diese, die da. Ach so, zwei. Okay, okay. Verstehe. Ist das nicht M-Quests? Ich will diese Quests hier... Hä, wieso? Normal sind doch hier Quests auf der Seite. Warte, M. Quests verbergen. Shift. Ach so. Ich wollte jetzt diese Turmdinger mal kurz wegmachen. Genau, nur die da. Okay, ist erstmal, dass man irgendwas sammeln muss. Ah, das sind ja gleich zwei. Ein schönes Amulett. Oh, hier sind noch mehr. Oha! Jetzt schön explodieren lassen hier. Oh, das liegt immer noch. Ich dachte, der ist auch tot. Das sind drei, noch eins. Was ist das? Was habe ich da gemacht? Finde den Mondfrag. Achso, das ist die andere Quest direkt. Finde das Mondfragment, das am Strand der Insel versteckt ist. Okay. Geht's oben auf jeden Fall weiter, wenn wir noch genug Eierchen auf dem Weg finden hier. Ich habe einfach gedrückt, obwohl der... Oh, der ist ja... Ach, ich dachte... Hä? Da denke ich mal, der ist tot irgendwie. Dann noch ein Eierchen. Jetzt ist er wirklich tot. Ist noch so ein Port-Ding? Was ist denn das? Was stehst du denn so abseits und nervst, hä? Was ist das? Was soll das? Habe ich gesehen, dass du da gestanden hast und geschossen. Gestanden bist und geschossen hast, so rum. Ich sammle doch weiter Eier. Scheiße, egal ob es Quest ist oder nicht, sammle doch weiter Eier. Hier ist noch, kehre zu dem irgendwas zurück. Okay. Aber so krass, wie jetzt die Eisgegend war, hatten wir jetzt nichts mehr. Die schießen auch alle und sind wild, aber die Eisgegend war krass. Die Eisgegend war ultra. Na, schade, ich noch gern behalten die Gestalt ein bisschen. Doppelt gedottet. Einfach doppelt gedottet. Hier scheint ein Tor zu sein. Aber das ist nicht richtig. Mondschrein.
müssen ja nach unten irgendwie. Anscheinend laut diesem Tor-Dings da. Okay, dann an links. Hier links runter. Genau. Jetzt sind wir, glaube ich, richtig, was den Weg angeht. Ja gar nicht mehr dotten, aber ich denke mal, dass es nicht alle erwischt hat hier. Okay, das mit den 5 Heiltränken ist schon stark, weil ich spiele fast nur mit denen. Irgendwie nach links hier. Und dann hier so rum. Okay, dann hier. Achso, da komme ich ja her, deswegen habe ich den Weg hier schon. Ja. Habe ich. Kehrt nach Themata zurück. Aber ich habe ja, finde das Mondfragment am Strand. Insel der Sterne. Stürme. Ich lese halt immer Sterne. Aber ich war doch schon überall. Ach, da oben rechts war ich halt noch nicht. Da ist noch so ein kleiner Fleck. Und da wird es sein. Ich schätze mal, das ist so gemacht, dass das Item da ist, immer wo du als letztes hinläufst. Kann ich mir vorstellen, damit du halt was zu tun hast, damit du nicht langweilig wird. Dass du nicht hingehst, hast es. Erstmal alles clean und dann ist es auf einmal da hinten, wo du nicht warst. Könnte ich mich vorstellen. Und auch mir. Mhm. Ich glaube, ich bin wieder falsch, was die Karte angeht, oder? Achso, ist immer noch am Leben. Okay, ich habe die ganze Karte aufgesägt. Finde das Mondfragment, das am Strand der Stürme im Westen der Insel versteckt ist. Ich habe vielleicht irgendwas nicht gelootet? Im West das Mondfragment, was im Westen der Insel versteckt ist. Vielleicht ist das so wie die Eier. Ich muss irgendwas looten, ich habe nur Eier gelootet. Hier, also hier ist komplett Westen. Hier ist nichts. Das ist schon hier, gell? Ja, das ist schon da. Das im Westen. Hier geht's ja dann woanders hin. Ist ja auch wieder Westen. Das Mondfragmentstück. Es muss halt irgendwas sein, was ich looten kann. Achso, das fand ich bis jetzt auch sehr geil. Man musste nie bei einer Quest rumlaufen und irgendwas suchen. Das Spiel hat es dir jedes Mal gesagt. Ich glaube, das erste Mal, dass ich hier rumlaufen muss und irgendwas irgendwie selber denken muss. Mondfragmentstück. Ja. Im Westen der Insel. Sind wir ja Westen, Westen. Da ist aber der Typ wieder, oder?
Und es blinkt hier nichts. Weil hier oben ist doch der Typ. Aber das ist komplett Westen hier. Mondfragmentstück. Hier geht's auch wieder raus. Nee, will ich nicht hin. Okay, das ist... Findet das Mondfragmentstück am Strand?